Vergangenen Mittwochabend wurden alle Teilnehmer des Inklusionspreises im Marmorsaal des Schloss Mirabell noch einmal vor den Vorhang geholt. Ja, die Lebenshilfe setzt sich schon immer eigentlich dafür ein, dass wir in einer Gesellschaft leben, die barrierefrei ist. Landläufig sagt man jetzt Inklusion dazu, also eine offene Gesellschaft, wo jeder seinen Platz hat. Insofern war es uns wichtig zu zeigen, was gibt es schon für Initiativen im Bundesland Salzburg, wo genau das gelebt wird. Ja, wo also Menschen mit Beeinträchtigung Teil des öffentlichen Lebens, des Arbeitslebens, des kulturellen Lebens sind. Und mit den Bezirksblättern haben wir da einen tollen Partner gefunden, der gesagt hat, ja, wir schauen gemeinsam mit euch, haben miteinander eine tolle Jury aufgestellt und haben Gott sei Dank viele Einreichungen bekommen, die gezeigt haben, wie Inklusion funktionieren kann. Und heute feiern wir eigentlich, dass wir das 2014er Jahr so toll abgeschlossen haben und immer wieder tolle Preisträger gehabt haben. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 14 eingereichte Projekte. 6 davon erhielten den Inklusionspreis. Im Dezember gewann das Projekt die kunterbunten 14er. Die Idee war, möglichst viele Studierende und Gäste von der Lebenshilfe oder andere, die daran Interesse haben, zu einem gemeinsamen Musizieren zu bringen. Und von Anfang an eben die Idee ist, inklusiv zu machen. Ich habe viel Erfahrung damit, in Institutionen Musik zu machen, aber ich war einfach an diesem offenen Spiel, Miteinander spielen interessiert. Und ja, wir nehmen Lieder, die uns gefallen. Der eine oder andere steckt was vor. Wir machen eigene Versionen. Wir spielen mit Klängen. Jeder in der Gruppe, ob er Sprache hat oder keine Sprache hat, kann singen. Jeder kann ein Solo spielen. Jeder kann begleiten. Jeder kann Vorschläge machen. Also das ist sehr partnerschaftlich. Wie die Initiative Ja zur Inklusion und der Inklusionspreis 2015 fortgesetzt werden, weiß man noch nicht. Das erste Jahr war auf alle Fälle ein voller Erfolg.